Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier am Southern Bell Hotel. Und bauen hier unsere Siedlung, unser Camp auf. Zwischen Southern Bell Hotel und Harper's Ferry. Das heißt, wir versuchen es. Es wurde sofort schon was zerstört am Anfang. Das ist ja eigentlich kein gutes Zeichen. Die Nachbarschaft scheint ja doch was dagegen zu haben, dass wir hier bauen. Aber ich denke, da kann man vielleicht was draus machen. Wir werden einfach mal rübergehen, vielleicht mit einer Dose Hundefutter oder so. Ihnen da ein bisschen was anbieten von unserem selbstgemachten Gulasch. Mm, mit Knöchlein drin. Ja, ach, hier sind wir. Okay, so nicht, meine Nachbarn. So nicht. Granaten werfen und mit Laser schießen, das ist nicht gut. So wird daraus nie eine gute Nachbarschaft, wenn ihr so weitermacht. Schnell weg, renn doch. Wieso? Das mit dem Rennen, das müssen wir noch üben. Das mit dem Waffenwechseln, das geht nie, wenn wir hier im Kampf sind, dann kann man nie Waffen wechseln, das dauert ewig. Jetzt du sterben! Warte, ich sehe schon, du hast da irgendwas. Okay, es ist weg. Ja, ist ja gut, ich sag ja schon nichts, wir brauchen Federn. Bürgerliche Pflichten sind Belohnung genug. So, das sind also unsere Nachbarn hier, ha? Huh? Ich weiß auch gar nicht, wo wir Federn jetzt herbekommen. Wo sind denn Federn drin? Das ist aber auch zum ersten Mal, dass wir Federn brauchen. Ja, wir haben so ein Ding ja auch nicht oft aufgebaut. Wir looten uns einfach mal durch hier. Wir plündern uns hier einfach mal durch. Aber mit diesen Nachbarn, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt wollen jetzt noch. Ein Harper's Ferry gibt's bestimmt alles möglich. Hey, die haben ihren eigenen Hund verhungern lassen. Da, die Zunge guckt sogar schon raus. Ist das ein Bild wert? Ah, wir haben die Kamera noch nicht. Aber mit Kamera wäre das ein Bild wert. Naja, die Zunge ist irgendwie, ja, schon, der war schon steif, der war schon vorher tot. Hat einen Knopf im Ohr, wahrscheinlich. Oh nein. Ja, das gibt sofort eine Klage jetzt, wahrscheinlich. Revier antwortet nicht. Reparaturanfrage fehlgeschlagen. Ich werd verrückt. Hier haben wir doch alles drin, was wir brauchen. Kleber ist hier drin. Seife zum Waschen. Holz zum Bauen. Und ich bin mir sicher, dass auch irgendwo Gummi für die Rüstung und hier sind mit Sicherheit auch Federn drin. Gucken wir sofort mal. Davon werden wir wahrscheinlich dann hier mehr brauchen. Das Ding, dieser Extraktor, der hat ja scheinbar irgendwie Krach gemacht oder so. Die haben sich da ja doch ziemlich schnell angezogen gefühlt davon. Was haben wir gerade gehabt? Hier so viele Toaster. Toaster, wo haben wir sie, die Toaster? Da, was ist da drin? Federung. Komponentenansicht. Bürgerliche Pflichten sind Belohnung genug. Komponentenansicht nochmal, die andere. Federn können wir dann auch gleich. Ballistische Faser? Ja, da müssen wir sowieso mal hier einen Space dran machen. Das findet man ja so selten. Markieren, genau. Ein Space. Die Leertaste einmal drücken. Und nukleares Material findet man auch nicht so oft. Sollten wir auch mal lupen. Dann Schaltkreise, Stahlstoff, Säure eigentlich auch. Zahnräder? Im Moment jetzt nicht. Hardware, Fehlfunktion entdeckt. Einheit ist bewegungsunfähig. Federung. Da haben wir 37 Federungen. Wie viele brauchen wir? Das ist was anderes, was wir dafür brauchen. Das sind gar keine Federungen. Oh nein.
Gerade noch geschafft. Ja, also so, wenn das Wetter stimmt, stimmt's auch mit der Gegend hier, finde ich. Licht aus? Gut. Geht schon. Ja, und wenn sich die Nachbarn aufregen, weil wir da so laute Dinger hinstellen, da müssen die sich dran gewöhnen. Wir sind eben hier in einer Gemeinschaft. Da gibt's eben auch mal sowas. Das ist ja kein Friedhof hier. Dann dürfen sie das Baugrundstück hier nicht. Schaltkreise brauchen wir auch. Stahl, Zahnräder. Warum brauchen wir jetzt keine Federn auf einmal? Ist ja auch egal, aber vorhin stand doch immer was von Federn, oder? Na egal. Wie gesagt, ist egal jetzt. So. Weiter wird gebaut, liebe Welt da draußen. Ein Besuch bei den Nachbarn und wir haben schon alles. Wir brauchen. Ja, wir gehen jetzt nicht hier durch unsere eingelagerten Sachen, das dauert viel zu lange. Ich denke, wenn wir so etwas hier nehmen... Oh, Moment. Das Auto hier vorne, das explodiert doch bestimmt nicht mehr. Das können wir doch bestimmt mit einbauen. Dann können wir doch hier mit Sicherheit so ein bisschen Material sparen, wenn wir dem hier auf den Deckel oben da so ein... Ja, ganz genau so habe ich mir das gewünscht. Sowas da oben vielleicht noch schön gerade hinstellen. Damit es so aussieht, als gehört das zum Auto. Vorne so ein bisschen. Ach, das sieht doch wunderbar aus. So, dann brauchen wir nur Energie von hier. Nach da einmal, dachte ich mir. Geht das nicht? Geht doch. Okay. Und Energie von da nach da. Ja, dann brauchen wir hier drin natürlich... Warum brauchen wir da drin? Im Moment brauchen wir da drin noch keine Energie. Oh, was ist hier? Ach so, das ist unser Ding. Das Ding meine ich. Oh, dann ist das ziemlich laut. Dann ist das hier ziemlich an der Straße. Ich weiß nicht, ob wir an der Straße bauen sollen, denn als nächstes möchte ich jetzt ganz gerne, bevor wir hier alles zubauen, anfangen, unser Häuschen zu bauen. Oder wir bauen sofort hier noch ein paar Generatoren auf. Ja, klar. Erstmal können wir die beiden hier verbinden. Generatoren, Quatsch. Ich meine industrielle Wasseraufbereiter und zwar die großen hier. Moment, warum haben wir da welche zur Auswahl? Ach so, das sind Lackierungen. Haben wir leider nicht. Was wäre das denn? 400 Corvega Wasseraufbereiter. Passt ja gut in die Gegend hier, aber 400 für eine Lackierung? 4 Euro, damit es schön aussieht? Ja. Ja. Ja, wofür kaufen Frauen denn manchmal Schminke? Oder gehen zum Friseur? Oder warum kauft man sich irgendwelche schönen Sachen zum Anziehen? Doch auch, damit es schön aussieht. Ich bin mir sicher, dass man die besser stellen kann, wenn man die falsch rum hinstellt, oder? Irgendwie schon. Aber egal, da kommt so viel Wasser raus. Moment. War das überhaupt eine gute Idee, sowas zu bauen hier? Erstmal geht das so. Holzreste haben wir geloopt. Ja, so kann es nicht. Nee, das kann nicht sein. Wir können ja nicht alles loopen. Das müssen wir mal sofort wieder rausnehmen hier. Müssen wir sofort machen. C, Komponentenansicht und Holz. Aluminium ist gut, ballistische Faser auf jeden Fall. Dünger, ja, brauchen wir auch nicht. Federungen sind okay. Ja, obwohl brauchen wir jetzt eigentlich ja auch nicht mehr. Wir brauchen ja... Was habe ich denn da gelesen? Warum brauchten wir denn Federungen? Brauchen wir doch gar nicht. Holz. Holz brauchen wir zum Beispiel nicht für Suche markieren. Wahrscheinlich haben wir das so irgendwie mal angeklickt, weil da stand, wollt ihr es markieren für Suche? Und wir haben es dann angeklickt. Ja, wollen wir. Schrauben, nein. Und Säure wäre vielleicht noch interessant. Haben wir nukleares Material? Das hier, glaube ich, ganz anders heißt. Aber egal. So soll das reichen. So. Unser Häuschen, das soll sehr, 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 sehr klein werden diesmal. Da haben wir ja die Bühne. Dann wollen wir lieber ein bisschen mehr an der Bühne bauen und vor allem die ganzen anderen Sachen aufbauen. Wie weit können wir hier bauen? Unser Häuschen könnten wir direkt hier dann hinbauen. Wenn wir Holz hätten. Ah, Moment mal, die Treppe.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wir wollen auch von hinten ran. Oder können wir jetzt so eine dahin bauen, zufällig? Ja, wäre noch besser. Ja gut, wir wollen jetzt aber da an der Bühne noch nicht so viel bauen. Da nehmen wir uns extra Zeit für nachher. Gucken wir mal lieber, wo wir unser Häuschen jetzt hinbauen. So, das Ding ist mir schon mal ein bisschen zu laut. Hier direkt an der Straße wäre es wahrscheinlich auch dann zu laut. Das ist mir auch zu laut. Ja, dann eben doch direkt an der Straße. Hier eben kommt das Häuschen hin. Ja, und ich möchte ganz gerne diese Teile hier mal ausprobieren. In Kombination mit dem Häuschen. Und das werden wir hoffentlich diesmal schaffen. Also wir brauchen mit Sicherheit erstmal einen Boden oder zwei. Ja, eine Terrasse muss sein, oder? Wenn wir schon bauen. Ja, wir wollen ja klein bauen. Also vielleicht gucken wir mal, wie das hier mit den Wänden... Oh, Moment. Wo hatten wir denn? Bei Treppen hatten wir die. Okay. Mal gucken, wie diese hier überhaupt drauf passen. Zum Beispiel. Das wäre ja gar nicht so schlecht, wenn dann die Wände noch drum passen würden. Was nehmen wir denn da für Wände? Ach, haben wir die jetzt? Haben wir die schon gekauft? Ja, damit würde ich ganz gerne mal was bauen. Wie sieht denn die Umgebung aus? Oh. Betonwände einfach. Da so diese schönen Steinwände. Oh, gibt es die auch zu kaufen? Oder hier irgendwo? Ja, Backstein könnte es schon sein, oder? Metall eigentlich weniger. Wobei Metall haben wir, glaube ich, ziemlich viel von, oder? Hm, denkste, Stahl haben wir ja auch alles weggeworfen. Wir haben alles weggeworfen. Und ja, dann Wellblech vielleicht. So ein Wellblechschuppen hier dazwischen stellen. Also ich finde, die roten Wände, die passen irgendwie gar nicht so richtig. Die hatten wir ja schon mal irgendwie, ja, auf der Farm gebaut, aber ich fand das nicht so richtig passend. Ja, wenn die Tür, dann müsste die Tür schon hier sein oder bauen wir die hier so hin? Da muss man aber immer einmal rumgehen. Ich glaube, so wäre die Tür hier schon ganz praktisch, obwohl es ungewöhnlich, ne? Da muss man einmal rumgehen, da ist man aus dem Fluss, wie ich es immer gerne sage. Also Wellblech, wir haben uns schon mal entschieden für Wellblech, das ist doch schon mal was. So können wir doch hier schon mal... Ja, das passt sogar. Oh, das ist gut, da können wir ganz anders bauen jetzt, als vorher. Und jetzt ist die Frage, auf welche Seite. Hier braucht, glaube ich, kein Fenster hin. Oder eigentlich kann man da zur Straße rüber gucken. Sind das nicht zu viele Fenster? Das sind zu viele Fenster. Dann machen wir das lieber eine Etage höher, dass da ein Fenster hinkommt. Aber jetzt ist die große, große Frage, wie bauen wir hier weiter? Die Tür. Also vom Fluss her wäre es gut, hier hinzubauen. Vom Aussehen her wäre es hier besser. Ach komm, wir bauen die hier hin. Kein Fenster zum Hof her, das können wir ja nachher noch austauschen. Ah, da oben bekommt man jetzt keine mehr drauf. Treppe auf Treppe geht nicht. Ach, da ist der Baum wahrscheinlich im Weg. Oder? Ja, ich würde zwar ganz gerne mal, ich würde ganz gerne mal hochbauen. Höher.
Aber ich schätze, da ist wirklich der Baum im Weg. Ah, wir haben kein Holz, ha? Ja, bauen wollen wir aber schon, nicht immer hinter unserem Material hinterher rennen. Wieder Milch für uns. Ja, wir sind ja auch immer noch verstrahlt. Bevor sie schlecht wird. So, was brauchen wir denn noch Schönes? Ach so, jetzt kommen wir um. Doch mal dieses Holzding hier drauf bauen. Gerade ging's. Oh. Na, ich hoffe, dass das klappt. Und da haben wir wieder kein Holz. Oh. Moment, was war das denn jetzt gerade? Im Baumenü, was wurde uns hier angezeigt? Ja, Zahnräder. Zahnräder brauchen wir dafür, um das zu reparieren. Also sollten wir Zahnräder mal markieren. Machen wir doch, bevor wir das vergessen. Zahnräder bei Schrott. Schrott. Komponentenansicht. Nein, die andere, das andere C. Und Zahnräder, oder? Ein Zahnrad sollten wir haben eigentlich. Schaltkreise brauchen wir auch dafür. Nö, wir haben gar kein Zahnrad, von daher können wir ja auch nichts markieren. Ach, ist ja auch egal. Ach so, hier vorne eine Treppe hin. Haben wir doch bestimmt noch eingelagert eine Treppe. So eine zum Beispiel. Ginge sogar. Aber diese hier finde ich irgendwie schöner. Aber hier würde jetzt ehrlich auch so eine hinpassen, glaube ich. Nee, komm. Ach so, ja, geht ja nicht. Die andere müssen wir mal austauschen nachher. Das Stabilste, das Einzige, was stehen bleibt nachher, ist die Treppe. Das Stabilste ist die Treppe. Wie sieht's denn aus mit den Wänden? Können wir immer noch keine Wand bauen hier? Oh nein, 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 nein. Nicht gut. Ja, das wird wohl noch dauern. Ja, wenn das so ist, wie weit können wir denn hier runterbauen? Wenn das so ist, sollen wir dann nicht erstmal unser Feld anlegen? Dann haben wir das auch schon mal alles aufgebaut, oder? In der nächsten Folge könnten wir das doch machen. Hm. Ja, in der nächsten Folge. Diese Folge ist nämlich vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.